Hey Leute, was geht? Ganz ein neues Video auf meinem Kanal Fruki Plays. Ich habe zum neuen Event ein paar Spieler getestet in der Weekend League. Wir haben natürlich 20-0 geholt. Ihr seht jetzt meine Review zu den Spielern, meine Rewards, vielleicht ein bisschen Gameplay. Viel Spaß mit dem Video. Lass gerne ein Like da, lass gerne ein Abo da, dann verpasst du hier nichts mehr. Plus, wenn du meine Taktiken abchecken willst, die habe ich nämlich verändert, check gerne natürlich das Taktikvideo noch ab. Und heute Abend ab 20 Uhr bin ich auch natürlich wieder live. Kannst du gerne einschalten und jetzt viel Spaß im Video. Palma hatten wir die Tots-Karte schon. Konaté ist interessant. De Catalare. Ach du Scheiße. So, dann Doku ist interessant. Würz, finde ich, haben wir halt schon die Tots gezockt. Ist jetzt auch nicht so krass. Sesko mit Ariel und Finesse und... Digga, was? Die Karte ist brutal. McTominay, wie groß? 1,93. Und Schnittstelle. Der könnte guter... Oha. Auch coole Karte. Eine Nunes ist eine SPC. Das meine ich aber. Guck mal, er hat 4 Playstyle. Ja, wobei Ruhepol vielleicht so für Abschlüsse und so gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Van de Ven 100% Van de Ven machen. Ich habe den ja auch gemacht. Schwacher Fuß 5. Also Nunes, wie viel kostet der? Der sieht krass aus, muss ich sagen. 5 Sterne Weakfoot. Geile Playstyle. Wenn der noch langer Ball in Gold hätte. Ja, ich glaube, McAllister könnte man auch probieren. Ist auch eine gute Karte. Ich will eh mal Messi zocken. Vielleicht machen wir das heute. Ach du Scheiße. Was denn hier passiert? Kam der heute? Gestern? Wie cool ist die Karte denn? Mies cool. Kostet bestimmt auch wenig. Alter, geil. So, Chat, okay, da muss ich jetzt nach und nach mal gucken, wen ich überhaupt kaufen kann von denen. Ob es die auf dem Markt gibt. Ja, die drei, irgendwie nicht so fresh, ne, sage ich euch. Kopfballspieler habe ich auch alle angeschaut. Keiner, der so irgendwie geil ist. Okay, Chat, wen zocken wir dann? ZM? Ich habe noch 900k für ZM und IV. Kann halt Valverde reinpacken. Valverde Rüdiger könnte ich einfach machen. Machen wir sogar. Ich habe gerade keine Nerven, weiter nachzudenken. Ist ja auch im echten Fußball so, dass die Außenwetter ja breit stehen. Halt quasi einfach nur so eine Einstellung. Leo. Not nervous. It's difficult, but there is no reason to be nervous. Hier, Messi. This isn't nervous. Boah, habt ihr gesehen, diesen Schnittstellenpass von Doku? Zu krass. Raserei. Zeig mir deine Raserei. Ja, yeah, Doku krank. Komm mal wieder eine neue Taktik auf YouTube. Bro, die kam gestern. Ah, Messi lässt sich das nicht entgehen, Chat. Messi lässt sich sowas nicht entgehen. Was macht der da? Digga, ich hab einen Disconnect kassiert. Ich hab einen Disconnect kassiert. Anders kann ich mir das nicht erklären, Chat, wie der da so rum durch die Gegend läuft und so. Der Arme. Die lassen sich halt nicht hinten reindrücken, weißt du? Das ist schon krass, muss ich sagen, ja? Mit Speedlegs und so ist schon crazy. Das ist der nächste Speedlag von ihm und wieder Tor. Ich zeig ihm mal die Uhr. Meint ihr, er sieht das? Ist irgendwie alles langsam. Nee, war eigentlich ganz okay. Heute haben wir echt ups die Pancho Weekend League. Boah, wie geil ist der Schnittstellenpass. Jetzt geht er raus. Ein paar Ball. Catalea! Was ein Tor! Hakan. Hakan Cancelo. Messi. Doku! 2-0. Da war echt crazy, der Schuss. Diesmal auf 2. Ui, das ist ein bisschen zu weit. Trend. Bisschen über den Spann gerutscht. Doku. Leo Messi. Arda. Nee, Catalea. Doku. 3-0. Und, ja. Das ist halt das Ding, also... Ihr könnt das, glaube ich, aber nicht mit mir vergleichen, weil ich halt, wie gesagt, das beruflich mache und wahrscheinlich noch viel mehr zocke als ihr. Ich glaube, ich zocke schon sehr lange FIFA nicht mehr aus reinem Spaß. Digga, Dokus R1X-Pässe sind geil, muss ich sagen. Kommen sehr clean. Trent Alexander-Arnold. Man muss halt sagen, ich sage ja, WL ist halt sehr einfach dieses Jahr. Und letztes Jahr, also die letzten Jahre eigentlich, es wäre sehr, sehr simpel geworden. Dadurch, dass es halt kein Skill-based Matchmaking gibt,
sondern eigentlich random gegen irgendwelche Leute spielst, da ist die Wahrscheinlichkeit schon sehr gering, dass irgendjemand auch nur auf dem Level ist. Würde auch meinem Channel, glaube ich, gut tun, generell. Weil jetzt gerade, wie gesagt, ist halt sehr simpel, ne? Wie kennst du? Wie jetzt? Wir werden morgen sehen. Er war eh schlecht außer Schuss. Ja, Schuss war ja voll unwichtig, ne? Oh! Ja, die Wette geht auf ja. Er war schlecht außer Schuss, ist auch krass. Da will ich ab jetzt auch immer schlecht sein, außer die Tore, die ich halt mache. Er soll bitte immer schlecht sein und dann halt so schießen, aber. Krank. Er war Ghost. Bruder, er soll immer Ghost sein, Hauptsache er schießt danach so. So, wir gehen rein, Chat. Ohne Schablone. Ich fange mit der Mitte an. Muss ein Banger sein jetzt, komm. Bruder, ich sag euch ehrlich, Rewards lohnen sich gar nicht mehr. Also auf Ernst, lohnen sich wirklich gar nicht mehr. Also, völlig krank, völlig krank. Okay, Swift ist in Ordnung, würde ich sagen, oder Chat? Da kommen wir jetzt ins 3er Totspack ohne Ansage, weil ihr könnt dann weniger Auge machen und dann kriegen wir Vinicius. Divinia. Ja, auch cool. Divinia. Warum Chat auch nicht, Chat, ne? Divinia ist eine super Karte und Rice auch. Boah, die müssen unbedingt Rewards verbessern, ne? Sonst der Hype ist auf jeden Fall nicht mehr da sonst. Der Hype ist nicht real. Guck mal, wir steppen rein. Ersten Gang 1 Rewards. Die sind von Jam, gegen ihn haben wir gerade gespielt in der WL. Er stand 17-0, ich stand 16-0. Bist du morgen im Stadion? Nein. Bin morgen im Stadion. Doch, und so hyped. Geil. Bist du auch im Stadion oder nur Public Viewing? So, mal sehen, wie die Picks sind. Ach du Scheiße. Autsch! Und? Hart. Noch 3 Totspack schaue ich mir noch an. England, Bellingham, Ghostingham. Ey, Foden. Foden ist krass. Bonmati? Boah, wow, wie krass. Bonmati aus dem Dreier-Totz ist krass. Ah, Digga, ist so ey, dass man den nicht verkaufen kann. Jam, danke fürs Öffnen. Wir machen weiter mit Olymp. Du schaffst das. Seit wann sind diese Untrade-Packs? Ja, das ist ein Untrade. Ey, Niasi, viel Spaß, Mann. Und ja, sie bitte, tu mir einen Gefallen, ne? Wenn du im Stadion bist, dann nicht irgendwann aufhören zu supporten, weil Real Talk, man hat das beim Georgien-Spiel auch gemerkt, als irgendwie war so zweite Halbzeit Anfang bis zum Tor von Arda war die Stimmung tot und wir haben auch schlecht gespielt dann automatisch. Das ist zu krass, man darf nicht locker lassen. Salah ist nice. Oha, Lautaro, auch geil. Salah, Lautaro, bisher nice. Guck mal, wie unterschiedlich Rewards sein können. Gehst zum Tschechien-Spiel. Leute, ich habe keine Tickets. Also, ich finde die Tickets auch sehr teuer, muss ich sagen. Deswegen schwer. Batscha oder was? Schon wieder? Den gibt's auch nicht mehr. Bruder, weißt du, wenn ich das letzte Mal Sache bestellt habe, Umut? Boah, Salah nochmal in Blau, aber leider untrade, deswegen bringt nichts. Einmal in Rot, einmal in Blau. Wir haben Katalea gezockt, 400k bezahlt, 21 Spiele gemacht, 36 Tore, 10 Vorlagen. Alles in allem eine sehr, sehr stabile Karte. Powershots von ihm waren zu krass. Sein Aerial, muss ich sagen, war solide. Ich habe heute auch nicht so oft grün getroffen, leider bei den Kopfbällen. Aber er hat Powerkopfball auch in Weiß. Also, das ist so quasi der perfekte Spieler wie Joselu und so. Nur, dass ich sagen muss, dass er nochmal dazu krasses Dribbling und krasses Passspiel hat. Also, sehr nice Karte. Hat mir sehr gut gefallen, könnt ihr gerne ausprobieren. Doku muss ich sagen, Chat. 21 Spiele, 19 Tore, 13 Vorlagen. Der ist richtig krass. Also wirklich sehr, sehr krass. Ich feiere das ja Schnittstellenpass in Gold. Ne? Und mit den Stats sowieso geistkrank. Hier muss ich das Einzige sagen, er hat sich nicht so krass schnell angefühlt. Aber vielleicht liegt das auch einfach daran, dass die Gegenspieler mit Theo Hernandez und so sind. Ne? Also der ist schon trotzdem sehr, sehr krass. Arda Güler, ja, ganz solide. Brauche ich jetzt nicht viel reden. Messi war in Ordnung, würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen. Ansonsten Trent, muss ich sagen, hat auch seinen Job gemacht.
war sehr stabil. Wobei ich aber auch sagen muss, irgendwie sein Player-Model hat mir nicht so gefallen. Also er war ein bisschen undynamisch. Ich habe ihn halt auch im ZM gespielt, ne? So, dann Konaté, ich muss sagen, die krasseste Enttäuschung. Ich weiß nicht warum, aber er hat sich echt langsam angefühlt. Was ich eigentlich so bei den Playstyles hätte ich gedacht, dass das jetzt übelster Brecher wird. Aber irgendwie war der nicht so krass, wie ich mir erhofft habe. Natürlich ist das Meckern auf hohem Niveau, aber ich würde da zum Beispiel einen Van Dijk trotz viel weiter vorne sehen und der hat nicht mal Ariel. So, und Peter Schmeichel, Freunde, ist mit Abstand der beste Torwart in diesem Spiel. Das ist völlig geisteskrank, ne? Also wirklich geisteskrank, was der alles hält. Er hat auch, glaube ich, jetzt alles 99 fast, plus hat halt 1,93 Meter als Größe, unglaublich stark. Einsamer Wolf auf dem Weg ganz allein, denn der Glaube an mich selbst wird mein Wegweiser sein.